Bekomme ich eine abschlagsfreie Altersrente, wenn ich zuvor eine Erwerbsminderungsrente mit Abschlägen hatte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme ganz, ganz viele E-Mails rein auf Rentenbescheid24.de. Ja, unser Anfrageordner ist immer gut gefüllt. Und leider ist es mir nicht möglich, jede Frage zu beantworten. Das ist schlichtweg unmöglich, da ich ja auch noch als Rentenberater und Anwalt unterwegs bin und hier auch Kunden betreuen muss. Und das mache ich natürlich auch sehr gerne. Und ich bearbeite und beantworte auch sehr gerne Anfragen. Aber ich schaffe natürlich die schiere Masse der Anfragen leider alleine nicht. Auch meine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich sehr fleißig auf Rentenbescheid24.de sind, schaffen das auch nicht immer. Und ich habe wieder mal eine ganz interessante Anfrage reinbekommen, aber die sich schon häufig, also schon gehäuft, wiederholt, immer wieder gestellt worden ist. Und zwar aber hier schon in einer Position, der Meinungsbildung, wo ich sagen muss, okay, hier muss ich nochmal eingreifen, hier muss ich nochmal was erklären. Also, der Kunde oder der Anfragende teilte mir mit, dass er eine volle Erwerbsminderungsrente, aktuell hat. Und er davon ausgeht, wenn er in Altersrente geht, Altersrente für schwerbehinderte Menschen, die er dann zu einem bestimmten Termin auch abschlagsfrei bekommen kann, dass er dann sozusagen diese Altersrente komplett abschlagsfrei bekommt und die Abschläge aus der Erwerbsminderungsrente dann wechseln. Meine Damen und Herren, nein, das ist leider nicht so. Ich würde es Ihnen natürlich herzlichst gönnen, aber das ist nicht so. Und zwar zeige ich Ihnen mal die Vorschrift, wo das steht, dass das so nicht sein kann. Und zwar ist das der Paragraph 77 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Ja, oh, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier, dann sehen Sie es vielleicht noch ein bisschen besser. So, und zwar geht es um den sogenannten Zugangsfaktor. Der Zugangsfaktor ist der Rechtsbegriff für den im Volksmund gerne verwendeten Begriff des Abschlages oder des Zuschlages. So. Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter des Versicherten bei Rentenbeginn oder bei Tod und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der Ermittlung der Monatsrente als persönliche Entgeltpunkte zu berücksichtigen sind. Ja? Also der Zugangsfaktor ist ein Faktor, der ist, wenn er abschlagsfrei ist, immer 1,0. So, und die Summe aller Entgeltpunkte multipliziert mit 1,0 ergibt dann die persönlichen Entgeltpunkte und diese wiederum werden dann mit dem Rentenwert und den Rentenartfaktor multipliziert und daraus ergibt sich dann die Monatsrente. Ist sicherlich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu viel, aber so ist erstmal allgemein die Rechtslage. Ja, und jetzt haben wir den 77 Absatz 2 und der sagt ganz klar, der Zugangsfaktor ist für Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten war, bei Renten wegen Alters, bei und so weiter, bei Erwerbsminderungsrenten 1,0. Auch klar. So, aber dann gibt es natürlich noch andere Vorschriften, wo das dann eben auch noch anders dargestellt wird. Aber der Satz, der entscheidend ist, ist die noch nicht Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten war. Meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir in eine weitere Vorschrift, und zwar in den Paragraph 77 Absatz 3. Der ist hier, meine Damen und Herren. Für diejenigen Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren, bleibt der frühere Zugangsfaktor maßgebend. Ja, so. Das heißt also, lieber Anfragende, liebe Kunden, die solche Fragen haben, da sind Sie mächtig im Irrtum, wenn Sie glauben, dass wenn Sie eine abschlagsfreie Altersrente zu einem bestimmten Termin anstreben und Sie zuvor eine EM-Rente hatten, die Abschläge hatte, dass Sie dann eine vollständig abschlagsfreie Altersrente bekommen. Das wird nicht sein. Denn Teil der Berechnung Ihrer Altersrente werden nämlich genau diejenigen Entgeltpunkte sein, die bereits Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer früheren Rente waren. Die behalten nämlich den Zugangsfaktor und deshalb gehen die sozusagen in die Altersrentenberechnung mit rein. Und das ist nämlich genau der Punkt, der dann hier sozusagen für große Verwirrung sorgt. Und dann die nächste Verwirrung. Nur diejenigen Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage einer Rente waren, das steht nämlich hier oben, ja? Für die Entgeltpunkte, also im Absatz 2, im Paragraph 77 Absatz 2, der Zugangsfaktor ist für die Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten waren,
diejenigen Entgeltpunkte, die Sie sozusagen noch zusätzlich in der Altersrentenberechnung bekommen und die dann noch nicht Gegenstand der Rentenberechnung der EM-Rente waren, der zuvor erhaltenen EM-Rente waren, die erhalten nur, also die dann, diese Entgeltpunkte erhalten dann den Zugangsfaktor 1,0. Das heißt also, nur die Entgeltpunkte, die noch nicht Gegenstand der Altersrentenberechnung, noch nicht Gegenstand der Berechnung der EM-Rente waren, erhalten dann bei der Altersrente, wenn sie diese abschlagsfrei, also zum abschlagsfreien Termin bekommen, den entsprechenden Zugangsfaktor 1,0. Und das ist meistens die verschwindend geringe Zahl der Entgeltpunkte. Denn diese Entgeltpunkte sind praktisch die Entgeltpunkte, die aufgrund des Beginns des Leistungsfalls und dann nachfolgenden Zurechnungszeit erstmal bei der EM-Rente nicht berechnet werden durfte. Da gibt es eine Vorschrift in § 75 SGB VI, die das per se ausschließt. Erst bei der Altersrente kommen dann die Entgeltpunkte noch mit oben drauf. So, also nicht mit oben drauf, sondern die werden mit reinberechnet. Und dann sieht man, wie hoch alle Entgeltpunkte sind. Und dann gibt es dann die Frage, wird meine Altersrente geringer ausfallen? Wird sie höher ausfallen? Und das ist dann eine Frage des Besitzschutzes nach § 88 SGB VI. Aber das ist nicht die Frage, die hier gestellt worden ist, sondern per se ist es so, dass die Entgeltpunkte, die Gegenstand einer Rentenberechnung der EM-Rente waren, in der Altersrente mit reinfallen. Das hat im Übrigen nichts mit dem Besitzschutz, mit der Zwei-Jahres-Frist nach § 88 zu tun, sondern das ist eine Regelung, die finden Sie im § 77 Zugangsfaktor SGB VI. Meine Damen und Herren, das ist sozusagen die Antwort auf diese Frage. Bisschen kompliziert, aber anders lässt sich es nicht darstellen. Das Thema Zugangsfaktor Rente ist wirklich ein brennend heißes Thema, extrem kompliziert und für viele von Ihnen schwer verständlich. Und deshalb kann ich Ihnen allen nur empfehlen, die eine Altersrente nach der EM-Rente anstreben, bitte holen Sie sich eine entsprechende Rentenauskunft über die Höhe einer zukünftigen Altersrente ein von Ihrer Rentenversicherung. Die ist verpflichtet, Ihnen diese Rentenauskunft auch zu geben. Da gibt es eine Rechtsvorschrift im § 109 Absatz 5, Absatz 1 Satz 5 ist das geregelt. Und da haben Sie dann, wenn Ihnen das Papier vorliegt, genau die Zahlen auf dem Tisch, wie hoch Ihre zukünftige Altersrente ausfallen wird. Und dann können Sie immer noch vergleichen und können sich dann die Frage stellen, macht es jetzt Sinn, einen Altersrentenantrag zu stellen schon oder warte ich einfach bei einer Dauerrente zum Beispiel auf die Regelaltersgrenze und stelle dann dort einen entsprechenden Antrag auf die nachfolgende Regelaltersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.